Hallo und willkommen zu 1000 Hotels. Hier ist Jordina und heute werde ich euch vorstellen die 10 besten Skihotels in die Alpen. Ich habe mich hauptsächlich fokussiert in Deutschland, Österreich und Italien zu Tirol. Ich habe die Schweiz gelassen, weil die Hotels noch teurer sind. Und ich finde, bei diesen drei Ländern die Qualität ist schon extrem hoch und die Preise sind ein bisschen niedriger. Ich werde keine Preisinformationen von den Hotels geben, weil sie können komplett anders aussehen. Deswegen am besten geht ihr bitte hier in der Videobeschreibung. Ich habe pro Hotel einen Link für euch. Wenn ihr da klickt, könnt ihr vergleichen die Preise und die beste Angebot finden. Also dann lasst uns gerne anfangen. Campingski Hotel Berchtesgaden. Das ist ein 5-Sterne-Hotel, 13 Kilometer weit weg zum Skigebiet, in einer fantastischen Lage mit einem unglaublichen Bergpanorama auf die umliegenden Gipfel. In dem Hotel gibt es ein Gourmet-Restaurant, die heißt Le Ciel, mit einer Michelin-Sterne, hat aber auch zwei andere Restaurants und ein sehr schönes eleganter Lounge und Kaminbar. 1400 Quadratmeter großer Wellnessbereich mit einer sehr schönen und ziemlich großen Schwimmbecken und einem beheizten Außenpool mit Sonnenterrasse. Die Zimmer sind sehr elegant, haben eine sehr moderne Dekoration mit einer großen Panoramafenster und hochwertiger Ausstattung. Also ein Top-Hotel in Deutschland. Ich bin mir sicher, wenn das Hotel direkt in den Piste liegen würde, hätte nochmal eine bessere Bewertung, aber insgesamt fantastisches Hotel mit soliden Noten. Das Grasseck Mountain Highway and Healthcare Hotel. Das ist ein 5-Sterne-Hotel in Deutschland, direkt neben dem Olympischen Skisprung von Garmisch-Partenkirchen. Also ich finde das fantastisch, weil man hat diese Kombination inzwischen Natur, sehr schönes Hotel, nicht so weit von dem Skigebiet und gleichzeitig das Stadtzentrum von Garmisch-Partenkirchen, die mega schön ist. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass die Zimmer sind sehr modern dekoriert und eingerichtet mit einem sehr schönen Alpenstil. Dieses moderne Hotel bietet einen unglaublich schönen Bergblick und ein sehr schönes Wellnesscenter mit zwei unglaublich guten Restaurants. Also ein mega schönes Hotel, direkt in Garmisch-Partenkirchen, mit sehr guten Noten, 9,4 bei Booking, 5 bei TripAdvisor, also wirklich eine sehr gute Auswahl für diejenigen, die in Deutschland Skifahren möchten. Joas Naturhotel B&B. Dieses Hotel befindet sich in Südtirol, in Italien. Es ist ein 4-Sterne-Superior-Hotel mit direktem Pistenzugang. Das Skigebiet 3 sind in Dolomiten mit insgesamt 110 Pistenkilometer. Also genug, um einige Tage da zu verbringen. Das Hotel hat eine überschaubare Größe und eine familiäre Atmosphäre. Die Tradition der Region spielt sich in die Architektur wieder, wie kann man hier sehen. Wie alle Hotels in meiner Liste, dieser hat auch verschiedene Wellnessangebote mit finnischer Sauna und einem sehr guten Panoramablick. Und Nachhaltigkeit und Regionalität spielen eine große Rolle in diesem Hotel. Also ein sehr schönes 4-Sterne-Superior-Hotel in Südtirol, direkt in den Pisten und für diejenigen, die Wert auf Nachhaltigkeit gibt, das wäre eine schöne Auswahl. Mit einer extrem guten Bewertung, ein 9,5, ein 5 und ein 4,9, es gibt fast nichts Besseres als das. Das nächste Hotel, Hotel Sursenhof. Dieses Hotel ist ein 5-Sterne-Superior-Hotel in Sulz in Österreich. Die hat auch direkten Zugang zu den Pisten bei der Skigebietsalberg. Das Hotel bietet 3200 Quadratmeter großen Wellnessbereich und hat auch ein Gourmet-Restaurant, die bietet österreichische und internationale Gourmet-Küche. Was ich besonders sehr mag an dem Hotel, ist, dass es sehr, sehr familienorientiert. Für Kinder ab 3 Jahre alt steht eine professionelle Kinderbetreuung zur Verfügung. Die Zimmer sind sehr individuell eingerichtet und sehr elegant und die meisten bieten eine sehr schöne Aussicht an die Berge. Also ein fantastisches, schönes 5-Sterne-Superior-Hotel in Österreich. Für diejenigen, die Kinder haben, sehr familienfreundlich und vor allem direkten Zugang auf eine der besten Skigebiete in Österreich. Das Hotel Schöne Aussicht in Österreich.
Dieses 4-Sterne-Superior-Hotel liegt auf 2100 Meter Seehöhe, mitten im Skigebiet Sulden in Österreich. Also die Lage könnte nicht besser sein, wieder direkt an das Skigebiet und in dem Fall nur für Erwachsene, also ein Adults-Only-Hotel. Besonders in dem Hotel kann man diesen Wellnessbereich genießen mit einer sehr schönen Aussicht, zum Beispiel in den Wellness-Oase mit dem Infinity Pool. Das ist ein sehr, sehr schöner Ausblick. Das Hotel legt einen besonderen Fokus auf die Kulinarik und Genuss. Zum Beispiel haben wir ein sehr großes Weinauswahl mit einer sehr großen Winakothek. Ein sehr guter Auswahl, wenn man ohne Kinder Skifahren will, in ein so schönes Hotel, 4 Sterne plus, mit extrem guten Noten, wieder 9,5, 5 und 4,8 bei Google, wirklich super. Kaiserhof Elmau, das ist ein sehr schönes 5 Sterne Superior Hotel, die auch direkt in die Piste liegt, in der schönen Wilder Kaiser in Österreich. Das ist ein familiengeführtes Hotel mit einer überschaubaren Größe, 52 Zimmern und Suiten, in einer privilegierten Lage auf dem Sonnenplateau hoch über der Elmau mit klasse Weg zum Wilder Kaiser. Das Hotel wurde renoviert im Jahr 2022. Es gibt kleinere Zimmer, 40 Quadratmeter bis größere 80 Quadratmeter mit sehr schönen Fensterfläche und Glasbalkonen mit einem extrem schönen Ausblick an die Natur. Das Hotel hat auch 5 Restaurants und ein Skybar. Ein Traumhotel direkt im Wilder Kaiser, 5 Sterne, 9,3 bei Booking, 5 bei TripAdvisor, 4,8 bei Google. Ein sehr gutes familiengeführtes Hotel. Interalpen Hotel Tirol. Das ist ein 5-Sterne-Luxushotel in Seefeld in Österreich. In dem Fall nicht direkt in die Pisten. Das Hotel ist sehr bekannt durch einen riesigen Spa-Bereich und komfortablen Zimmern und Suiten, sehr schön und elegant dekoriert. Das luxuriöste Zimmer ist ca. 200 Quadratmeter groß, heißt Panorama Suite und kostet ca. 2800 Euro pro Nacht. Das Hotel ist sehr gut für Familien, weil ein Kinderbetreuung so Angebot gibt und auch viele Räume, wo die Kinder und die Jugend Spaß haben können. Das Interalpen Hotel, eine sehr gute Auswahl in Tirol für diejenigen, die auch mit Familien unterwegs sind und extrem gut bewertet, wie ihr hier sehen könnt. Das Miramonti Boutique Hotel. Das ist ein 5-Sterne-Hotel in der Nähe von Meran in Südtirol in Italien. Es ist 7 Kilometer weit weg vom Skigebiet Meran 2000. Nur bei dem Eingang von dem Hotel, man erspürt schon diese klare Linien und moderne Architektur, die ich finde sensationell. Hat ein unglaublich schönes Wellnessbereich, Sauna im Wald, ein elegantes Spa, also wirklich sensationell. Zu dem Hotel gehören 4 gehobene Restaurants, darunter eines mit Terrasse. Ein super schönes Boutique-Hotel bei Meran, leider nicht direkt in die Pisten, aber trotzdem sehr gut bewertet. Ein 9,6 bei Booking ist sehr, sehr gut, 5 und 4,8. Das Forest ist Dolomites. Das ist ein 5-Sterne-Luxushotel in die Dolomiten in Südtirol, nur für Erwachsene in dem Fall, das heißt ein Adults-Only-Hotel. Das Forestis Dolomites liegt in die Skipisten direkt von Plose. In diesem familiengeführten Hotel kann man das Whirlpool im Freien genießen und mehrere Angebote im Wellnessbereich und Spa wie ein Bio-Kräutersauna und ein Dampfbad. Die Suiten im Forestis Dolomites sind mit modernen Holzmöbeln eingerichtet und verfügen alle über einen komfortablen Lounge und einen möblierten Balkon. Also die Zimmer sind sensationell. Also ein spektakuläres Hotel, nur für Adults only, ein 9,7 bei Booking, es ist fast die Perfektion, unglaublich schön. Alpine Dolomites.
Das ist ein ultramodernes 5-Sterne-Hotel auf der Seisser Alm in Südtirol, direkt an die Skipiste. Für mich das Hotel hat alles. Hat eine exklusive Architektur, modern, perfekt gestaltet, direkt in die Pisten, perfektes Wellness und sehr gute Restaurants. Das Hotel hat eine besondere Architektur der Glasfassade, wo man diesen modernen Spa genießen kann mit mehreren Saunen, Innen- und Außenpools, einem Ruhebereich sowie ein Fitnessstudio und ein Schönheitssalon. Das Gourmet-Restaurant ist eine Mischung zwischen regionalen Südtirol und mediterranen Küche. Hat auch ein Buffet und ein à la carte Restaurant. Und hier für mich der Beste von allem, obwohl alles sind unglaublich gut. Sehr gute Bewertungen wieder. Für mich das perfekte Paket insgesamt als Hotel in einem Skigebiet. Also bis hier war heute mein Video. Vielen Dank für das Zuhören. Ich hoffe, ihr habt interessante Informationen mitbekommen. Und falls ihr Skifahren wollt, jetzt weißt ihr, wo die besten Hotels sind. Wenn ihr auch Interesse für Hotels in der Schweiz habt, könnt ihr gerne in den Kommentar schreiben und ich werde gerne noch ein Video dazu machen. Also dann vielen Dank und bis bald. Ciao!